Dank für die Einladung. Ich meine, ich komme auch gern nach Augsburg zur Forschungsstelle, aber Hamburg ist auch eine Reise wert, selbst wenn es ausnahmsweise mal nicht Köln ist. Du weißt. Der E-Sport-Tag bestimmt umso spannender, obwohl mich schockiert hat, dass du mich einen alten Hasen genannt hast und ich mich vielleicht hier fehl am Platz fühle. Aber naja, schauen wir mal, was die jungen Hüpfer und die alten Hasen so zustande bringen an diesem Tag. Danke, Dieter. Dann danke. Viel Spaß mit euch. Sehr gerne. Ja, ich versuche das logistisch zwischen der Präsentation und ich hoffe auch im Video ist es gut zu sehen und dem Notebook, das etwas weiter weg steht, gut zu handeln. Wenn ich mich zur Seite drehe, ist es nicht so, dass ich nicht im Bild sein will oder dass mein Profil besonders schön ist. Es liegt daran, dass ich immer mal wieder auf die Folien schauen muss und sehen muss, wo ich stehe. Ja, mein Thema ist tatsächlich E-Sport und Recht. Ein Überblick, darüber könnte man ganze Bücher schreiben. Das hat Martin Mattis schon deutlich gemacht. Und umso schöner ist es, dass sich sehr viele mit dem Thema jetzt auch rechtlich befassen, obwohl die Juristen ja immer als die Langeweiler gelten, aber Juristerei kann auch sehr spannend sein. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass die Forschungsstelle sich mit dem spannenden E-Sport-Recht beschäftigt. Meine Aufgabe war es, hier die Basis, das Fundament für den Tag zu legen und einige Spotlights, Schlaglichter auf wichtige Themen im E-Sport-Recht zu werfen. Natürlich liegt der besondere Blick des Tages auf den Publishern. Ich werde immer mal wieder rechts und links schauen, aber das ist nicht mein Hauptfokus. Ich möchte also die breite Basis legen und hoffentlich allgemeinverständlich auch für Nicht-Spezialisten, vielleicht sogar für Nicht-Juristen, die Materie ausbreiten. In der Diskussion ist es ja immer so, dass die Publisher in der E-Sport-Branche als die großen Fische gelten. Es gibt aber auch Haie in der Branche und deswegen möchte ich mit den Haien vielleicht einsteigen und hier mal ein paar Schlaglichter zeigen. Dann League of Legends. Schalke 04, wir dürfen den alten Sport natürlich nicht vergessen, hat vor 2 Jahren für 8,5 Millionen Euro einen Startplatz in der LEC, also der League of Legends European Championship, erworben und leider ging es mit Schalke dann bergab im vergangenen Jahr. Der Abstieg in die zweite Liga brachte auch mit sich, dass das E-Sport-Engagement runtergefahren werden musste. Aber es war dann doch lukrativ genug. Für 26,5 Millionen Euro konnte der Startplatz verkauft werden. Und zuletzt, ja, Sie sehen, die Werthaltigkeit von Startplätzen in Franchise-ähnlichen Ligen wie der LEC, der League of Legends European Championship. Das ist der Plan für den Vortrag. Ich hoffe, Sie finden das genauso spannend wie ich. Naja, das werden Sie mir am Ende sagen und deswegen gehen wir in medias res. Schon Lizenzverträge geschlossen werden müssen, wenn man E-Sport kommerziell betreiben will. Ohne den Publisher kann ich das nicht machen, der wird da nicht einverstanden sein. Lizenzverträge sind wichtig für Veranstalter, die Veranstalter, und das ist für mich bereits der nächste Player, denn sozusagen auf der Ebene der nächstwichtige. Investoren spielen eine wichtige Rolle. So, jetzt komme ich auf den Punkt zu sprechen, den ich eben schon als Cliffhanger angedeutet habe. Die ESL und FaceInt sind durch die saudische Savvy Group übernommen worden und auch da ist eine Menge Geld geflossen, 1,5 Milliarden Dollar oder Euro. Naja, es macht keinen großen Unterschied mehr. Im Bereich der Third-Party-Veranstalter ist ebenfalls eine Menge Geld im Spiel. Das Microsoft-Activision Blizzard-Beispiel habe ich schon gezeigt. Aber auch bei den E-Sport-Organisationen sind Investoren
im Boot, SK Gaming ist ja ein beliebtes Beispiel, wo auch non-endemische Partner sich für dieses Thema interessieren, mit Mercedes-Benz, der Deutschen Telekom, dem ersten FC Köln, oh Wunder, auch hier gibt es ein Investment eines Sportclubs aus dem klassischen Bereich in eine E-Sport-Organisation. Also Investoren spielen hier eine wichtige Rolle. Ich lasse das mal so auf Sie wirken und gehe einen Schritt weiter. Es diente ja vor allen Dingen der Verwirrung. Und jetzt schauen wir uns vielleicht das in gesonderter Perspektive nochmal aus den Augen des Veranstalters an. Der Veranstalter, wenn er denn nicht gleichzeitig der Publisher ist, muss, und das ist eine wichtige Aufgabe, muss einen Vertrag, ich sagte es, mit dem Publisher schließen, einen Lizenzvertrag, wo die Nutzung des Spieletitels vereinbart wird, wo auch Sphären abgegrenzt werden, zum Beispiel was Werbung und Sponsoring angeht. Gleichzeitig ist es aber auch die Aufgabe des Veranstalters, den Wettbewerb, das Turnier im E-Sport zu organisieren, zu planen, durchzuführen und natürlich, was uns als sozusagen kommerzielle, besonders Interessierte oder Wirtschaftsanwälte, wie wir sind, besonders interessiert, zu vermarkten. Der Veranstalter bündelt die rechtlichen Beziehungen zu den weiteren Beteiligten, die habe ich hier unten aufgeführt, und zu all diesen gibt es vertragliche Beziehungen. Und die gestaltet der Veranstalter entsprechend aus. Gehen wir einen Schritt weiter und kommen dann zur E-Sport-Organisation. Ja, die Orga, die hat wiederum ihre eigenen vertraglichen Beziehungen zu den E-Sportlern. Das sind die wichtigen Assets der E-Sport-Organisationen. Sie haben aber auch Werbeverträge und Sponsoringverträge. Sie müssen sich ja finanzieren und Geld kommt entweder direkt über den Investor, ich habe das Beispiel SK Gaming angedeutet, aber wenn es sozusagen nicht auf dieser grundlegenden Ebene für die Finanzierung erforderlich ist, wird das meiste Geld mit Werbung und Sponsoring verdient in der Branche. Hier wollen die E-Sport-Organisationen natürlich ihren Share haben und das ist auch ein wichtiges Finanzierungstool. Interessant ist es, wenn man nochmal den Vergleich zum klassischen Sport zieht, dass der E-Sport nicht in der Vereinsstruktur geboren ist, sondern der E-Sport ist in Kapitalgesellschaft, im professionellen Bereich, ja, in Kapitalgesellschaften geboren. Das hat was mit unserem nächsten Thema der Gemeinnützigkeit zu tun. Es hat aber auch was mit der internationalen DNA des E-Sports zu tun. Es wird aber auch der Professionalisierung der Branche dienlich sein, weil vereinsrechtliche Strukturen häufig schwerfälliger sind als Kapitalgesellschaften und deren Führung. Last but not least in diesem Ablauf der E-Sportler, ganz wichtig natürlich, ohne den geht nichts. Im Fokus stehen natürlich seine Skills als E-Sportler. Daneben und natürlich jeder gute E-Sportler kann sich selber vermarkten. Seine Persönlichkeitsrechte spielen in der Vermarktung ein wichtiges Thema und daher ist er und kann er als Influencer aktiv sein und sich selber und werbliche Sponsoring-Aktivitäten entwickeln für eigene Partner oder Partner der Orga, für die er spielt. Naja, die Bindung an die Orga und sozusagen sein Fundament, seine Basis, seine Home-Base ist dann der Arbeitsvertrag mit der E-Sport-Organisation. Die Arbeitsrechtler mögen mich und lieber Martin so für diese Vereinfachung in diesem Bereich entschuldigen. Im professionellen Bereich kommen wir immer stärker in klassische arbeitsvertragliche Strukturen, obwohl das keinesfalls ja alles schon so sauber überall gehandhabt wird.
Okay, ich glaube, dieser kurze Überblick über die Akteure des E-Sport-Ökosystems verschafft jetzt ein grundlegendes Verständnis für das Zusammenwirken. Deswegen möchte ich den nächsten Schritt gehen und unser beliebtes Evergreen-Thema, die Gemeinnützigkeit, kurz adressieren. Warum will man denn gemeinnützig sein? Ich meine, wir reden immer, ja, Gemeinnützigkeit im E-Sport ist ein großes Thema. Es hat natürlich auch einen grundlegenden Sinn, gemeinnützig zu sein. Es bringt erhebliche Steuervergünstigungen mit sich und man kann auch Spendenquittungen ausstellen. Also, die Forschungsstelle E-Sport hat auch einen Förderverein. Ja, ein gemeinnütziger Verein kann den Unterstützenden eine Spendenquittung ausstellen. Das ist dann für alle eine schöne Sache. Und es gibt Steuervorteile und die Mitgliedsbeiträge können eingenommen werden. Also es ist, insgesamt ist das Thema Gemeinnützigkeit hilfreich, um eine Sport in Organisation zu entwickeln. Allerdings wird es nur dem breiten E-Sport helfen, weil professionelle E-Sport-Organisationen werden niemals gemeinnützig sein. Schauen wir uns deswegen mal an, wie die Politik auf das Thema schaut, weil, ich nehme es vorweg, es gibt keine klare Regel darüber, dass E-Sport gemeinnützig ist. Im Gegenteil, kennen viele von Ihnen oder die meisten von Ihnen die Diskussion, ob E-Sport Sport ist, ob Sport E-Sport umfasst, was die Unterschiede ausmacht. Das ist nämlich eine relevante Größenordnung dafür, ob E-Sport gemeinnützig sein kann oder nicht. Die Politik, Sie sehen es, hat seit vielen Jahren das Thema auf der Tagesordnung, hat auf der Bundesebene in der letzten großen Koalition schon gesagt, ja, wir wollen die Anerkennung als Sport gewährleisten. Die neue Koalition hat gesagt, wir werden den E-Sport gemeinnützig machen. In Nordrhein-Westfalen hat man ebenfalls das Ziel, E-Sport gemeinnützig zu machen und seine Anerkennung als gemeinnützig voranzutreiben. Was ist passiert? Nichts bis jetzt. Und jetzt werden Sie sagen, ja, aber da passiert doch in Berlin einiges, viele Diskussionen. Ja, tatsächlich wird hinter verschlossenen Türen nachgedacht. Aber das Nachdenken hat noch nicht dazu geführt, dass ein Vorschlag auf dem Tisch liegt, über den man diskutieren könnte und die Öffentlichkeit sich damit auseinandersetzen könnte. Wir warten wahrscheinlich auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr, das ist meine Erwartung, aber vielleicht kriegen wir auch ein Weihnachtsgeschenk, sodass ein Vorschlag für das Thema Gemeinnützigkeit auf dem Tisch landen wird. Weil es das nicht gibt, müssen wir uns mit dem Status quo auseinandersetzen. Dazu ganz kurz einen Blick in die Abgabenordnung. Das ist auch eine ganz spannende Materie. Das wird Sie alle sehr interessieren. Gemeinnützig kann eine Organisation sein, wenn sie einen Satzungszweck verfolgt, zum Beispiel die Förderung des Sports. Darum ist die Anerkennung als Sport für den E-Sport ein so wichtiges Thema. Es kann auch Jugendhilfe sein. Es gibt eine ganze Liste von gemeinnützigen Tätigkeiten, die verfolgt werden können. Allerdings, solange der E-Sport nicht als Sport anerkannt ist, hilft es nichts. Man kann sich nicht auf diese Liste berufen. Die Versuche in Leipzig, wenn ich das richtig gesehen habe, sich unter dem Label der Jugendhilfe die Gemeinnützigkeit zu erarbeiten, sind letztlich sogar gescheitert, weil ihnen dem E-Sport-Club Leipzig wieder die Gemeinnützigkeit entzogen wurde, weil die Finanzbehörden die Jugendhilfeaktivitäten verneint haben, weil der Fokus auf dem E-Sport lag. Geschäftsführung muss diesem Zweck folgen und die Mittel müssen dafür eingesetzt werden. Das sind die Grundlagen. Warum kann der E-Sport hier nicht entsprechend gleichgestellt werden? Naja, wir schauen mal kurz in die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs. Motorsport gilt als gemeinnützig. Man sitzt natürlich auch im Wagen, bewegt sich jedenfalls nicht über
viele Meter hinweg zu Fuß. Mit der Motorisierung ist das schon sehr gut und sehr schnell. Aber Motorsport fördert den Sport, gilt daher als gemeinnützig nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes. Es bedarf nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs einer körperlichen Aktivität. Nun will ich dem Motorsport nicht zu nahe treten. Es ist eine sehr intensive körperliche Aktivität, die erforderlich ist, die Piloten schwitzen bei dieser Aktivität sehr und sie müssen auch sehr fit sein, um im Motorsport erfolgreich zu sein. Darum das nächste Thema. Schach ist ein beliebtes Vergleichsthema. Schach ist kein Sport. Das sagt auch nicht die Abgabenordnung. Es wird lediglich fingiert, dass Schach als Sport gilt. Als Kompromisslinie könnte man das für den E-Sport auch vorsehen. Allerdings müsste dafür tatsächlich das Gesetz geändert werden, weil im Gesetz steht nur drin, jetzt Schach gilt als Sport. Wenn E-Sport kein Sport ist, müsste man auch reinschreiben, naja, Schach und E-Sport gelten als Sport. Naja, vielleicht ist das eine Lösung, aber für Schach ist eine gesetzliche Lösung gefunden worden. Bliebe nur der Auffangtatbestand. Gibt es durchaus nach diesem sehr langen Katalog einen Auffangtatbestand, und das war die Rettung für Turnier Bridge. Ist genauso schön und gemeinwohlorientiert wie andere Sportarten oder wie Sport, wie die Jugendhilfe. Ich will das nicht zu eng fassen, und deswegen gilt Turnier Bridge als gemeinnützig. Das bedeutet aber nicht, also leider, und das ist die Haltung der Finanzbehörden, gilt E-Sport nicht als Sport und kann daher nicht gemeinnützig sein. Das ist aber nicht der Tod für E-Sport im Verein, im Mehrspartenverein, weil man kann sozusagen sich behelfen mit Mechanismen, die auch die Abgabenordnung vorsieht. Das ist der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Man kann die E-Sport-Abteilung im Mehrspartenverein in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb organisieren und hier alle möglichen Formen vom breiten E-Sport bis zum professionellen E-Sport umsetzen. Das stellt die Gemeinnützigkeit des Vereins im Übrigen nicht in Frage, jedenfalls so lange, wie die Abgrenzung zwischen diesem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und gemeinnützigen Bereich erfolgt. Weil man kann auch die weiteren Kriterien annehmen, dass durch diesen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, also nur mal, um das nochmal klar zu machen, typische wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, das ist die Vereinskneipe, ja, im kleinen Bereich. Also hier wird Bier verkauft, die Currywurst verkauft, so, das ist möglich. So kann E-Sport auch im gemeinnützigen Verein betrieben werden. Aber auch, ich meine, um da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, Profiabteilungen sind wirtschaftliche Geschäftsbetriebe im gemeinnützigen Verein, wenn sie denn nicht in Kapitalgesellschaften ausgegliedert sind. Schalke 04, vielleicht war das der Grund für den Abstieg, das weiß ich nicht, hat den Profibereich noch nicht ausgegliedert. Aber auch Mainz 05, Freiburg, ja, organisieren den Profibereich innerhalb des gemeinnützigen Vereins als wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Eine Hilfskonstruktion, auf jeden Fall wäre es sehr sinnvoll, wenn der Gesetzgeber aktiv würde und hier diese unendliche Diskussion, die für manche schon langweilig wirkt, lösen würde durch eine klare gesetzliche Regelung. Aber man darf das auch nicht zu hoch hängen, weil das Thema Gemeinnützigkeit ist nur ein Thema für den breiten E-Sport. Ja, der professionelle E-Sport kann niemals gemeinnützig sein. Das ist vielleicht mittelbar von Relevanz als Unterbau für den Nachwuchs, ja, im professionellen Bereich, aber Gemeinnützigkeit per se ist kein Thema für den professionellen Bereich. Aber für den breiten E-Sport absolut wichtig, dass der Gesetzgeber hier Klarheit schafft. Okay, genug zum Evergreen-Thema Gemeinnützigkeit. Komme ich jetzt zu einem Thema, was ich spannender finde in der Tat, und wo es sich auch lohnt, Querbezüge zum klassischen Sport nochmal herzustellen. Die Etablierung von Ligen und auch die Vermarktung von Ligen
Hier muss man sich vergegenwärtigen, wie ist der E-Sport entstanden oder wie entwickelt sich der E-Sport im Vergleich zu dem, wie sich der klassische Sport entwickelt. Sie werden wahrscheinlich auch im Bereich des Fußballs das Thema die Super League verfolgt haben. Das Thema liegt beim EuGH. Vielleicht kann man hier, und der Generalanwalt wird am 15. Dezember seine Schlussanträge vorlegen und einige Monate später wird dann der EuGH sein Urteil aus kartellrechtlicher Perspektive vorlegen. Und es wird spannend sein zu sehen, welche Grenzen für klassische Sportorganisationen gesetzt werden. Und was davon auf den E-Sport übertragen werden kann. Vielleicht hören wir darüber später mehr. Aber im ersten Schritt möchte ich mit Ihnen noch einmal strukturelle Unterschiede betrachten zwischen klassischem Sport und E-Sport. Ups. Ja, ich hatte bereits eingangs gesagt, die grundlegenden Spielregeln werden durch den Publisher vorgegeben, indem die Programmierung des Spiels, die Logik des Wettbewerbs natürlich definiert. Im klassischen Sport sind hier Verbände aktiv. Bis zu einem bestimmten Punkt kann man also, was die Spielregeln angeht, den Publisher mit den Verbänden vergleichen. Sie haben im Hinterkopf mein Gedanke, lernen wir vielleicht was aus der EuGH-Entscheidung auch für den E-Sport. Dann ist aber interessant, dass es im E-Sport nicht das sogenannte Ein-Platz-Prinzip des klassischen Sports gibt. Was ist das Ein-Platz-Prinzip? Naja, ganz einfach und profan. Fachlich und räumlich gibt es in den meisten sportlichen Disziplinen nur einen Verband auf jeder Ebene. Nochmal ganz plakativ für den Fußball. Auf der Weltebene gibt es nur die FIFA. Es gibt keinen weiteren Fußball-Weltverband. Und auf europäischer Ebene die UEFA, auf deutscher Ebene den DFB. Darunter gibt es dann noch Regional- und Landesverbände. Aber auf jeder Ebene gibt es nur einen Verband, der regelsetzend tätig wird. Das gibt es so im E-Sport nicht. Es hat natürlich auch was damit zu tun, dass es unterschiedliche Strukturen gibt. Warum oder wie wird das Ein-Platz-Prinzip und die dadurch etablierte Monopolstellung der Verbände gerechtfertigt? Naja, der Wettbewerb soll reibungslos ablaufen. Zum Beispiel sollen Wettbewerbsverzerrungen durch Transferfenster ausgeschlossen werden und ein faires sportliches Ergebnis am Ende bei der Organisation des Sports im klassischen Bereich herauskommen. Wie gesagt, so funktioniert der E-Sport nicht. Hier sind Publisher und Veranstalter im Driver's Seat und definieren die Regeln grundlegend im Rahmen der Spiellogik, dann darauf aufsetzend die Wettbewerbsregeln. Das Ganze basiert auch auf vertraglichen Strukturen und nicht wie typischerweise im klassischen Sport auf verbandsautonomen Recht. Also jeder Verband durch Satzungen und Ordnungen kann er sich selber strukturieren. Das ist auch verfassungsrechtlich im Übrigen geschützt. Im E-Sport sind Verträge sozusagen auf derselben Ebene wirksam und dienen der Organisation der Wettbewerbe. E-Sport hat darüber hinaus, und das muss man sich auch wieder immer vergegenwärtigen, eine digitale und internationale DNA. So. Das heißt, der E-Sport auf der professionellen Ebene ist nicht lokal in der Kreisliga sozusagen geboren, sondern es ist von vornherein eine internationale Denke, weil natürlich über das Internet kann grenzüberschreitend problemlos können Wettbewerbe stattfinden und deswegen hat im E-Sport auch die internationale Dimension eine viel, viel, viel größere Bedeutung als im klassischen Sport. Okay, genug sozusagen
der Vorrede und dieser strukturellen Überlegungen schauen wir uns das Thema E-Sport und Organisation von Ligen noch einmal konkreter an. Man kann grundlegend unterscheiden zwischen Publisher, organisierten Ligen und Ligen, die von Third-Party-Veranstaltern etabliert werden. Die Publisher schauen wir uns zunächst an, und die Publisher haben natürlich den riesigen Vorteil, ja, dass sie die IP, Sie erinnern sich, am Spiel selber in der Hand haben und daher nicht erstmal nachfragen müssen, wie die IP genutzt werden kann. Es gibt hier, wir haben das mal pyramidal aufgebaut, drei relevante Ebenen, die man bei Publisher-organisierten Ligen unterscheiden kann. Es sind zum einen die sogenannten Franchise-Ligen, die nach dem Muster US-amerikanischer Sportligen im klassischen Bereich, also Football zum Beispiel, Fußball auch, aber ein bisschen differenzierter betrachtet, organisiert sind. Kriterien sind hier, und jetzt erinnern Sie sich wieder an die einleitenden Worte, Buy-ins. Man erkauft sich seinen Startplatz in einer Franchise-Liga für Beträge im zweistelligen Millionenbereich und darf dann in der Liga mitwirken und muss den Abstieg nicht fürchten. Das ist für eine langfristige Strategie sehr hilfreich und dient natürlich der Kommerzialisierung und der Vermarktung ungemein. Typische Franchise-Ligen haben ein gewisses City-Basement. Die Namen von Ligen sind im Namen der Clubs enthalten. Also in der Overwatch League sind die London Spitfires bekannte Teams, in der Call of Duty League die Vegas Legions zum Beispiel. Also hier wird City Basement großgeschrieben. Es klingt wie ein Anachronismus in der digitalen internationalen DNA, aber man will Hilfestellungen für Vermarktungsaktivitäten im lokalen Bereich stellen. Daneben sind Franchise-ähnliche Ligen. Dazu zähle ich die League of Legends, also die LEC zum Beispiel. Es gibt parallele Ligen in den USA, in Europa, in Korea, in China, die am Ende in den Worlds, die gegenwärtig in ihre finale Stufe gehen, ihren Weltmeister ausspielen. Also im Prinzip sind sie ganz ähnlich organisiert wie die Franchise-Ligen, aber diese parallelen Related Competitions machen doch einen gewissen Unterschied aus meiner Sicht aus. Auch hier hohe Buy-ins, kein Abstieg, kein Aufstieg. Die Besetzung der Liga bleibt gleich. Man kann natürlich Startplätze verkaufen, wie das Schalke zum Beispiel gemacht hat. Am Ende die Partnership Agreements ohne Buy-in, flexiblere Handhabung, aber Kommerzialisierung wird dann auf anderen Ebenen gemeinsam umgesetzt. Ich springe zu den Third-Party-Veranstaltern, die ISL aus Köln im Übrigen, naja, vielleicht doch nicht mehr ganz so aus Köln, weil saudisch dominiert mittlerweile nach dem Kauf durch die Savvy Gaming Group. Ist der das Paradebeispiel für den Third-Party-Veranstalter, muss Verträge mit dem Publisher schließen, aber jetzt kommt eine besondere Konstellation zum Tragen, wenn ein Sportverband eigene E-Sport-Ligen organisieren will, hat vielleicht der Publisher auch ein Interesse, mit dem Sportverband auf Augenhöhe zu verhandeln, nämlich dann, wenn bestimmte Rechte vom Sportverband erworben werden müssen. Wie das zum Beispiel wiederum im Fußball der Fall ist. Die Electronic Arts muss von der Deutschen Fußballliga Rechte erwerben, um die Teams und Spieler in FIFA entsprechend abbilden zu können. Die DFL in diesem Beispiel wiederum muss aber auch von Electronic Arts Rechte erwerben, um auf der Basis des Spiels die VBL zu veranstalten. Insofern kommt es zu einer Art Symbiose
und die beiden begegnen sich auf Augenhöhe. Denn das nächste Beispiel sind qualifizierte Ligensysteme. Hier würde ich die ESL zum Beispiel mit dem Louvre Agreement einordnen, die gelernt haben, dass die Franchise-Strukturen bei der Vermarktung und Kommerzialisierung sehr hilfreich sein können und die nun versuchen, durch Anleihen an solche Modelle ebenfalls zu einer erfolgreicheren Kommerzialisierung zu kommen. Teams werden fest verpflichtet, dürfen in der Liga, der Pro League spielen und nur unter ganz, ganz engen Bedingungen werden sie absteigen. Es kommen zwar einige dazu, aber die Struktur wird auch immer enger. Am Ende sind offene Ligen und ganz unten, aber nur sozusagen der Vollständigkeit halber, Community-Wettbewerbe, die auf der Basis der AGB, der Publisher, vonstatten gehen, wo man auch immer wieder Auslegungsprobleme haben kann, wie denn damit umzugehen ist. Also Begrenzung von Preisgeldern und so weiter, Sponsoring umsetzen. Okay. Das vielleicht als Basis für das Thema Ligen und Organisation von Ligen. Ach so, ja, kurzer Hinweis, eine eigene Sache. Ja, wir haben uns mit dem Thema, und der Kollege Dominik Dresen sitzt da, haben uns mit dem Thema intensiver auseinandergesetzt und in der nächsten Spropax werden wir dazu einen Artikel veröffentlichen. Also seien Sie gespannt und erwartungsfroh und kaufen Sie dann die Dezember-Ausgabe der Spropax. Gut, komme ich zum Schluss. Die kommerzielle Verwertung. Wirklich, hier kann es nur noch einige Spotlights geben. Wie ich schon gesagt habe, Bergposten für die Diskussion, Dinge, die beachtet werden müssen. Ich möchte reden über mediale Verwertung, Sponsoring und Werbung. Dabei ist Sponsoring und Werbung der größte Umsatzbringer noch in diesem Bereich. Nummer zwei sind mediale Rechte, die Vermarktung medialer Rechte. Und vielleicht ist die Reihenfolge daher nicht so richtig gewählt, aber vielleicht liegen mir die medialen Rechte mehr am Herzen, keine Ahnung. Am Ende einige Worte zu regulatorischen Rahmenbedingungen. Mediale Verwertung. Hier muss ich schon wieder beginnen mit dem Publisher. Ohne den Publisher geht auch bei der medialen Verwertung nichts. Ein Third-Party-Veranstalter muss Nutzungsrechte beim Publisher erwerben, auch für die mediale Verwertung. Also das Abfilmen eines Spiels ist eine Vervielfältigung. Ja, das ist die Urheberrechtler unter Ihnen, § 16 Urhebergesetz. Wenn man die Berichterstattung dann öffentlich zugänglich machen will, ist es dann § 19a Urhebergesetz. Wenn man das Ganze live senden möchte, das Senderecht, 20 Urhebergesetz. Und wenn man in einer Veranstaltungshalle das Spiel nutzen will, um einen E-Sport-Wettbewerb zu veranstalten, dann ist es das Aufführungsrecht, 19 Urhebergesetz, was von Bedeutung ist. Also leider geht hier nichts. Leider oder zum Glück, kommt auf die Perspektive an, ohne den Publisher. Dann haben wir als nächstes den Veranstalter im Blick. Ja, der hat nicht so eine starke Rechtsposition, wenn er eine E-Sport-Veranstaltung machen möchte. Hier ist dieselbe Problematik wie im klassischen Sport. Das Hausrecht ist die Basis für die Medialisierung, auch im E-Sport, genauso wie im klassischen Sport, jedenfalls in Deutschland. Im digitalen Bereich kann man auch an das virtuelle Hausrecht denken, aber Länder wie Frankreich zum Beispiel haben ein Cotisport, wo es Veranstalterrechte gibt, die spezifizieren, wie ein Veranstalter sich oder welche Rechte ein Veranstalter hat, auch im Bereich der Medialisierung. Das gibt es in Deutschland nicht. Darum werden gerne Hilfsmittel verwendet, wie auch gelernt im klassischen Sport und im E-Sport typisch, die Produktion des Basissignals. Das Basissignal gibt dem Veranstalter eine eigene Rechtsposition als Filmhersteller oder als Hersteller von Laufbildern. Ja, das ist die juristische Diktion. Aber Sie wissen, IP-Rechte, Ärger omnes, da kann ich auf mein Signal setzen und mich gegenüber Dritten absichern.
wenn Sie das Signal klauen, in Anführungsstrichen, oder ich kann es auch kommerzialisieren. Kommerzialisieren ist dann das Thema bei den Partnerschaften mit Medienunternehmen. Das möchte ich natürlich erreichen als Veranstalter, um Reichweite zu generieren. Im E-Sport, das wissen Sie alle, sind Plattformen wie Twitch die relevante Größe. Es wird weniger auf Exklusivität, obwohl das auch stärker wird, gesetzt, wie wenn man das vergleicht mit dem klassischen Sport. Aber es ist wichtig, alle Rechte zu haben, um dann auch den Medienunternehmen Rechte einzuräumen. Okay, nächste Highlights, Betrachtung, was das Sponsoring angeht. Ich hatte eben gesagt, naja, es gibt, wenn man das Ökosystem betrachtet, den Publisher, den Veranstalter, die Orga, den E-Sportler, auf jeder Ebene können Werbe- und Sponsoring-Verträge geschlossen werden, aber dann muss auch sichergestellt werden, dass man sich nicht in die Quere kommt. Also müssen Sphären abgegrenzt werden und da werden Publisher sorgfältig darauf achten, dass zum Beispiel ein Veranstalter ihnen nicht in die Sphäre kommen kann, wenn sie einen Vertrag mit Coca-Cola haben für ein digitales Werbeplakat im Spiel und der Veranstalter mit Pepsi einen Vertrag schließen will. Daneben ist, wenn man Orgas und Sportler in den Blick nimmt, von Bedeutung, dass die Sponsoren natürlich absichern müssen, dass die Regelwerke eingehalten werden. Also zum Beispiel keine Dopingvergehen begangen werden von E-Sportlern. Dann muss der Sponsor sich oder wird sich der Sponsor die Möglichkeit vorbehalten, den Vertrag zu kündigen, außerordentlich zu kündigen. Das sind wichtige Themen. Der E-Sportler selber schaut, wie er auch neben den klassischen sportlichen Aktivitäten Umsätze generieren kann im Bereich von Influencer-Aktivitäten. Er selber aufgrund der Nähe zur Community kann sich sehr gut vermarkten und als Testimonial für Werbetreibende aktiv werden. Auch da sind natürlich dann entsprechende Verträge von Bedeutung. Bei alledem wird der Sponsor immer darauf achten, dass die medienregulatorischen Anforderungen erfüllt sind. Und das ist jetzt meine letzte Folie, wo ich mit ihm drauf schauen will. Auch hier nur Highlight-Betrachtung. Bei den medienregulatorischen Fragestellungen ist in Deutschland immer die Frage nach der Rundfunklizenz ein wichtiges Thema. Wenn Livestreams genutzt werden, dann ist man sehr schnell im Bereich der Lizenzierungspflicht. Die Landesmedienanstalten schauen hier durchaus intensiv drauf. Und man wird sich wundern, wenn man pro Jahr, sagen wir mal, Faustregel mehr als 10 Livestreams macht, dann gehen die Landesmedienanstalten schnell davon aus, dass man in der Lizenzierungspflicht ist. Werbethemen spielen ebenfalls ein wichtiges Thema, auch wenn das vielleicht im E-Sport nicht ganz so präsent ist. Das Trennungsprinzip zwischen Werbung und redaktionellem Teil muss beachtet werden. Kennzeichnung ist von Bedeutung. Die Durchbrechung der Kennzeichnungspflicht ist möglich bei der Produktplatzierung. Dann muss aber zu Beginn und am Ende zumindest darauf hingewiesen werden, dass eine Sendung, ein Programm durch Produktplatzierung unterstützt wird. Wenn das nicht passiert, dann sind wir im Bereich der Schleichwerbung. Und Schleichwerbung ist böse und verboten nach Medienstaatsvertrag und kann nach UWG abgemahnt werden. Jugendschutz, auch dazu nochmal ganz kurz. Spiele haben meistens eine USK-Freigabe. Gilt diese USK-Freigabe auch für das E-Sport-Event? Fragezeichen. Naja, die Zuschauer spielen nicht selber, sind nicht unmittelbar so involviert. Vielleicht kann man hier über andere Freigaben nachdenken. Aber darüber lasse ich Sie nachdenken. Das werde ich hier nicht weiter vertiefen. E-Sport-Wetten, kommerziell eine sehr interessante Geschichte. Mittlerweile haben wir ja den neuen Glücksspielstaatsvertrag seit letztem Jahr. Sportwetten sind unter engen Rahmenbedingungen zulässig. Konzessionen sind, soweit ich richtig informiert bin oder das richtig im Kopf habe, an 33 Anbieter
erteilt. Aber ob jetzt E-Sport von diesen Sportwettenanbietern, die konzessioniert sind, auch bewettet werden kann oder E-Sport-Wetten angeboten werden kann, das ist weiterhin eine offene Frage. Da kommen wir zurück zu unserem Evergreen. Ist E-Sport Sport? Ja oder nein? Davon ist die Frage abhängig. Jetzt komme ich wirklich zum Schluss und ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr gelangweilt. Gemeinnützigkeit ist ein Thema für den Breitensport. Im Profibereich ist es wichtig, um den Unterbau zu pflegen. Insgesamt, das glaube ich, haben die Zahlen, die ich einfließen habe lassen, gezeigt, steigt die Kommerzialisierung im E-Sport stetig. Und die Tendenz bei der Ligenorganisation geht zu Franchise-Strukturen oder Franchise-ähnlichen Strukturen. Am Ende, und das ist die Erkenntnis, und ich glaube, das führt dann wunderbar über zu den nächsten Vorträgen des Tages, geht kein Weg am Publisher vorbei. Vielen Dank. Lieber Dieter, vielen Dank für diesen sehr informativen Vortrag, vor allen Dingen, weil er uns diesen wunderbaren Rundumschlag gibt. Und wir haben es ja gesehen, ich möchte es mal mit der Metapher sagen, der E-Sport hängt oben, der Publisher stützt ihn und alle baumeln an den Füßen des Publishers und sie baumeln immer weiter darunter. Darunter ist der Veranstalter, dann geht die Organisation, dann der Spieler. Und alle wollen ein Stück weit vom Kuchen abhaben, sag ich mal. Wir wollen das Ganze auch wirtschaftlich betrachten. Deshalb die Gemeinnützigkeit nochmal in den Vordergrund gestellt, der eigentlich wirklich ja nur den Breitensport interessiert, aber den Publisher in der Regel wohl nicht. Deshalb, da merken wir auch schön das Spannungsfeld nochmal. Die einen wollen in Anführungszeichen nur spielen. Die anderen wollen vielleicht, ja nur, sag ich mal nicht, aber Geld wollen Geld verdienen. Und daher freue ich mich auf ganz viele Fragen, die bereits zu diesem allgemeinen Umschlag gegeben sind. Bevor wir auf den Vortrag von Valentin Horst gleich übergehen, darf ich um Fragen aus dem anwesenden Plenum bitten an Dieter Frey. Ich würde dann mit der Mikrofonkeule zu Ihnen kommen und gerne Ihre Frage wahrnehmen, wenn da Fragen sind. Traut sich wie immer erstmal keiner. Ich komme zu Ihnen. Ja, danke. Ich bin Peter Lemke und habe den Verein PlayS Hansespiel in Hamburg. Wir haben für alle E-Sport-Aktivitäten Gemeinnützigkeit seit 4 Jahren, haben die seit 15 Jahren die deutschen E-Sport-Schulmeisterschaften durchgeführt mit Unterstützung von ESL, weil ESL hat gesagt, es ist kein kommerzieller Bereich. Und dann haben sie festgestellt, nachdem ich die mit der Zeit zusammengebracht habe, dass es nun doch ein kommerzieller Bereich ist. Das Interessante ist vielleicht jetzt hierbei nach wie vor, es gibt überhaupt kein Problem, die Gemeinnützigkeit zu erreichen, und dafür sind wir ein Beispiel, haben das ja auch durchgeführt, und wir stecken jetzt in einem europäischen Programm, wo wir 3 Jahre lang uns bemüht haben und im 3. Jahr jetzt den Zuschlag gekriegt haben. Und das wird ein Programm sein, und das wird Sie sicherlich interessieren, insofern ist es von mir mehr ein Hinweis, da kommen noch viele Fragen. Und vielleicht wäre es auch hilfreich, wenn wir da im Gespräch bleiben. Denn da liegt bei diesem europäischen Programm liegt der Schwerpunkt bei Gemeinnützigkeit. Also das wird noch ein riesiges Feld werden. Danke. Ja, vielen lieben Dank für diesen Input. Es gibt da tatsächlich diverse Bestrebungen, insbesondere einer meiner Schüler, Nipuk Nothilfer, hat ja auch in dem Bereich dazu promoviert, hat auch sich da im Zuge dessen mit dazu geäußert. Aber wir wollen uns trotzdem noch ein bisschen mehr auf den Publisher fokussieren. Und jetzt laufe ich einmal nach hinten. Herr Püschel, Ihnen brennt eine Frage auf die Nägel, das freut mich. Vielen Dank. Simon Püschel, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Professor Mattis. Außerdem mit Freunden in E-Sport-Vereinen gegründet. Bei uns ist das mit der Gemeinnützigkeit irgendwie nicht so einfach. Ja, keine Ahnung.
Eine andere Frage. Wenn wir als Verein ein League of Legends Turnier machen, dann haben Sie ja schon gesagt, wir müssen uns an den Publisher wenden und der hat da so Lizenzbestimmungen und der muss uns immer grünes Licht geben und macht auch immer mit den Sponsoren, die nicht endemisch sind, das ist immer ein bisschen schwierig. Jetzt sind wir aber ja sehr abhängig von diesem Publisher. Es gibt ja für League of Legends keinen anderen Publisher, den wir fragen könnten. Es gibt nur Riot Games. Und die sind manchmal nicht so schnell in den Antworten, wie wir uns das wünschen würden und haben auch manchmal Vorstellungen, die wir, wo wir vielleicht, aktuell klappt das immer noch, aber wer weiß. Und irgendwann kann es vielleicht vorkommen, dass sie sagen, nee, ihr gefällt uns nicht aus irgendwelchen willkürlichen Gründen. Gibt es denn einen Weg? Könnten Sie sich vorstellen, dass es da eine Art von, sagen wir, Kontrahierungszwang geben könnte, weil wir in einem so dramatischen Abhängigkeitsverhältnis sind und für unsere Veranstaltung ja gar keine Alternative haben als diesen einen Publisher? Ja, Dieter, genau mit sowas habe ich schon gerechnet. Beim Streaming gucke ich ja auch schon zu Herrn Pöhner rüber, der in dem Bereich nachher sprechen wird, aber erstmal zur Lizenz. Ja, jetzt nehmen Sie sozusagen den Tag vorweg, fürchte ich, nicht wahr? Ich glaube, die anderen Referenten werden viele dieser Aspekte beleuchten. Aber Sie provozieren mich, mit einer Antwort zu kommen. Und am Ende gebe ich Ihnen die Antwort des Juristen. Es kommt darauf an. Es kommt nämlich zunächst einmal auf die Marktdefinition an. Der Ansatz ist ja, den Sie wahrscheinlich im Hinterkopf haben, ist das Kartellrecht, eine Zwangslizenz. Zwangslizenzen sind immer eine sehr, sehr harte Keule im Kartellrecht. Voraussetzung ist, dass eine marktbeherrschende Stellung, das ist so eine grundsätzliche Voraussetzung anzunehmen ist. So, jetzt stellt sich die Frage nach der Marktdefinition. Ich glaube, Herr Horst wird uns da sehr viel zu sagen. Herr Bach wird sicherlich. Herr Bach wird dazu auch sehr. Alle Bereiche. Ich spreche mal kurz mit dazu. Alle Bereiche mit dabei. Und da wird es auch unter anderem ums Kartellrecht gehen. Ne? Genau. Wenn man dann unterstellte, weil ich habe mich mit den Marktdefinitionsthemen jetzt nicht so intensiv auseinandergesetzt wie Herr Bach und Herr Horst, nehme ich an, dass der relevante Markt das Spiel League of Legends ist. Ja, dann hat natürlich Riot Games ein Monopol in diesem relevanten Markt. Nach der Rechtsprechung wird dann unterschieden, das EuGH vor allen Dingen, unterschieden zwischen dem Bestand eines Monopolrechts aufgrund von IP-Rechten und der Ausübung. Wenn ich eine missbräuchliche Ausübung meines IP-Rechtes, dass man mir nichts wegdiskutieren kann, an den Tag lege, dann kann man an Maßnahmen wie Zwangslizenzen denken. Aber das ist immer nur der allerletzte Schritt. IMS Health ist da die Entscheidung des EuGH in diesem Bereich, wo es um Zwangslizenzen ging. Aber ich glaube, da muss noch einiges an Forschung, ich denke, das ist dann vielleicht auch Ihr Thema, gemacht werden. Und Herr Bach hat sich sicher Gedanken gemacht und ich bin gespannt, was er zur Marktdefinition sagen wird. Also ich würde mich jetzt hier nicht committen, zu sagen, der relevante Markt ist das Spiel League of Legends. Und deswegen hat Riot Games 100% des relevanten Marktes und deswegen kann man die Keule, die harte Keule des Kartellrechts über Riot Games schwingen. So, da bin ich jetzt erstmal gespannt, was Herr Bach uns dazu sagen wird. Ja, ich ergänze nicht nur Herr Bach. Herr Bach wird das zusammen mit Herrn Ziermann zusammen vortragen. Und wir haben auch schon auf deiner Vertagung in Köln über die Märkte gesprochen und gefragt, was ist denn der Markt? Ist es E-Sport? Ist es der einzelne Titel? Ist es ein Genre? Das heißt, die Frage, was der Markt ist, ob sich so viele Juristen überhaupt damit auskennen, was der Markt sein kann, bis auf unsere Referenten, weiß ich nicht, ob das überhaupt jemand kann. Deshalb ist es so schön, dass so viele Experten zusammenkommen. Aber vielleicht ein Wort, was ich sehr schön finde an dem heutigen Tag, ist der interdisziplinäre Ansatz. Weil gerade im Kartellrecht muss man es betriebswirtschaftlich betrachten. Viele von Ihnen kennen die Kreuzpreiselastizität, Cross-Price Elasticity, ein Instrument der Kartellbehörden, um Märkte zu definieren. Vielleicht ist das auch eine Herangehensweise, um von der Betriebswirtschaft uns Juristen, die wir doch sehr strukturell, um nicht zu sagen kästchendenkend, an solche Themen rangehen, zu unterstützen oder vielleicht sogar uns den Weg zu weisen. Ja, danke sehr. Und wo wir jetzt gerade, ich gucke jetzt noch mal in die Runde. Ja,
Lennart Brüggemann. Lennart, was möchtest du gerne wissen? Ja, vielen Dank. Lennart Brüggemann, Rechtsanwalt aus Münster. Ich habe eine Frage, die jetzt nichts unbedingt mit dem Publisher zu tun hat, aber mit einem Thema, was Sie ja frei eben auch aufgerissen haben und auch gesagt haben, dass es für Sie auch ein sehr interessantes Thema ist. Mir ist die Frage jetzt eben so gekommen, weil Ihre Darstellung entsprechend war und vielleicht ist das auch ein Thema, was man heute auch noch im Panel diskutieren kann, aber mich interessiert dazu auch Ihre Einschätzung. Sie hatten eben ausgeführt, dass ja viele Ligen keine Auf- und Abstiegsregelung haben. Und ich vergleiche das jetzt mal gerade mit der Fußball-Bundesliga, die ja so allgegenwärtig ist, die auch mich interessiert. Und da ist ja häufig der Reiz, wer wird Meister, aber in den letzten Jahren vor allen Dingen, wer steigt da ab, wer steigt da auf? Und ich frage mich jetzt auch so ein bisschen für die Zukunft von vielen E-Sport-Ligen, fehlt dann nicht irgendwann der Reiz, weil es keine Abstiegsregelung gibt, weil es keine Aufstiegsregelung gibt und weil vielleicht in manchen Ligen dann auch ja, manchen E-Sportlern oder den Unterebenen so der Weg nach oben versperrt ist, wenn sie nicht gerade in die Teams reinkommen. Und das ist jetzt so ein Punkt, der aufgrund Ihrer Darstellung mir dann auch nochmal so bewusst geworden ist und wo ich mich jetzt auch frage, wie bewerten Sie das eigentlich, dass es ja vielfach diese Auf- und Abstiegsregelung nicht gibt und vielleicht irgendwann der Reiz oder die Attraktivität verloren geht? Ob man den sportlichen Wettbewerb oder den wirtschaftlichen Wettbewerb im Blick hat. Für den sportlichen Wettbewerb ist es sicher sinnvoll, Aufstieg und Abstieg zu haben, Ligen zu organisieren, mit dieser emotionalen und schmerzhaften Gefahr, die Liga verlassen zu müssen, eine Relegation spielen zu müssen womöglich oder gar in die zweite Liga abzusteigen, wenn man nochmal das Fußballbeispiel jetzt nimmt. Allerdings, was den wirtschaftlichen Wettbewerb angeht, steht es nicht im Vordergrund. Man kann die Ligen wunderbar auf hohem Niveau organisieren und vermarkten, indem man Teams zusammenbringt. Ihr Beispiel im Fußball wieder die Bayern, Barcelona, Madrid, Chelsea, Manchester City. Und dann hat man eine sehr spannende Liga wahrscheinlich. Und man hat eine kommerziell sehr interessante Liga. Also es ist die Frage des, jetzt rede ich mal mit europäischer Diktion, des Sportmodells. Gibt es ein europäisches Sportmodell, das anders ist als ein amerikanisches Sportmodell? Ich weiß es nicht. Doch, es gibt es. Jedenfalls ist es traditionell so verstanden, das europäische Sportmodell, dass der sportliche Wettbewerb eine sehr viel größere Bedeutung hat und man eine Balance finden muss zwischen sportlichem Wettbewerb und kommerziellem Wettbewerb. Deswegen hat die UEFA ja auch Financial Fair Play Regeln mal etabliert. Ob die dann funktioniert haben, das mag ich jetzt mal dahinstehen lassen. Aber Sie sehen, man muss sehr klar differenzieren zwischen dem sportlichen Wettbewerb, der nicht der wirtschaftliche Wettbewerb ist. Ja, lieber Dieter, ich habe eigentlich 1000 Fragen noch, wenn ich ehrlich bin, gucke aber gerade mal eben auf die Uhr und stelle fest, ich darf sie dir jetzt noch nicht stellen, behalte sie mir aber schon vor, du bist beim Panel dabei nachher, einige Fragen in den Raum zu stellen. Ich weiß nicht, ob Herr Horst die ansprechen wird gleich oder wenn nicht, müssen wir auf jeden Fall auf dem Panel machen, weil Herr Püschel und ich haben neulich mal darüber diskutiert, es ist immer schön und gut, dass man den Publisher auch als allmächtig sieht, aber wie ist es denn demnächst dann auch mit Bands? Wie ist es mit anderen Sperren, wenn ein Spieler sich nicht ordnungsgemäß verhält? Wir alle haben dieses Beispiel mitbekommen, dass ein E-Sportler, gut, Wertigkeit dessen wollen wir nicht beurteilen, ein Set auf eine Minimap gemerkt hat und gesperrt wurde und einfach kein Schutz eventuell dagegen besteht, auch wenn wir natürlich inhaltlich dem Publisher in dem Falle beiseite stehen wollen. Ob und wiefern ist es denn mit zwar jetzt nicht nur etwas wirklich Verwerfliches wie ein Set ist, sondern irgendetwas, wo man sagen würde, auch, es gefällt dem einfach nur nicht. Und leider haben wir jetzt die Zeit nicht, weil ich mit Herrn Horst jetzt eigentlich ins nächste Thema gehen möchte. Aber wenn du nachher noch beim Panel mit dabei bist, auf solche Fragen, da freuen wir uns später auch nochmal im Gesamtpanel. Sehr gerne.